So, Freunde, hallihallo, wieder da bei Vollgas und ja, wir machen auch hier direkt weiter. Wir haben jetzt hier... Ziemlich mittelmäßig gefälschter Ausweis. Ich hoffe, dass niemand das Tipp-Ex unter dem Namen bemerkt. Ah, okay, ich bin gespannt, was wir damit anfangen können. Wir gehen jetzt, denke ich mal, erstmal wieder hier nach vorne und ja, hier hatten wir schon uns den Truck angeguckt, den können wir wahrscheinlich nicht benutzen. Ach nee, der hat ja da wieder vorgeklopft, das hatten wir ja schon. Gehen wir mal rein. Hey, Killer! Was? Hey, immer cool bleiben. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was für ein Geheimnis? Siehst du keine Nachrichten? Und jetzt wieder zu unserem Top-Thema heute Abend. Malcolm Colley, der Besitzer von Colley Motors, wurde heute tot an einem Rastplatz in der Nähe von Mellonwood aufgefunden. Offenbar wurde der großherzige und sozial engagierte Firmengründer brutal und gewaltsam mit einem Stock erschlagen. Unmenschlich roh und ohne jede Gnade. Die Polizei hat eine kriminelle Motorradgang in Gewahrsam genommen, die unter dem Namen die Polecats bekannt ist. Nein. Mit Ausnahme ihres Anführers, der sich immer noch auf der Flucht befindet. Am Highway 9 wurden mehrere Straßensperren aufgestellt und die Polizei verstärkt ihre Suche nach diesem gefährlichen und skrupellosen Kriminellen. Wir sind reingelegt worden. Straßensperren sind scheiße. Ich hätte die Gang nicht hier lassen sollen. Hey, davon will ich überhaupt nichts hören. Du willst mich doch nicht nachträglich zum Mitschuldigen machen. Bleib einfach ruhig, Mann. Na toll. Bleib einfach ruhig. Emmett, okay. Ist das dein Truck vor der Tür? Ich brauche jemanden, der mich mitnimmt. Sehe ich aus wie ein Taxi? Verschwinde. Außerdem lassen die sowieso niemand durch die Straßensperre. Nicht mal Trucker? Die haben mich zurückgeschickt, meinten reine Polizeiangelegenheit. Schweine. Scheinst eine Menge Zeit zu haben. Abgesehen davon, deine Hand zu durchlöchern. Störe ich dich irgendwie? Ich kann das. Kannst du vergessen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. War nett, mit dir zu plaudern. Nette Leute, deine Gäste. Naja, Emmett ist nicht gerade der Ich-bin-okay-du-bist-okay-Typ. Oh, mach den Kopf zu, Quark. Aber Moment mal, was ist, wenn wir denn den Ausweis... Hier. Was ist das? Gefälschter FBI-Ausweis. Könnte bei der Straßensperre nützlich sein. Jemals was von Onkel Pete's Nerzfarm gehört? Ich erinnere mich, dass es da an der Straße mal so eine Art Wieselzucht oder sowas gegeben hat. Den Highway 9 runter, auf der anderen Seite von diesen verdammten Straßensperren. Da habe ich immer günstig Nerzfleisch gekauft, um es an Schulküchen fürs Mittagessen zu verkaufen. Diese Sache hat sich echt gelohnt. Also, nimmst du mich mit? Was, wenn sie hinten reinsehen und mein Bike finden? Es ist vergraben. In konzentriertem Dünger. Vertrau mir. Niemand gräbt in diesem Dreck rum. Also, du wirst im Motorraum mitfahren. Was? Im Motorraum? Hey, da drin schmuggle ich immer mein Zeug. Und das meiste davon ist weit mehr wert als du. Also, schieb deine Knochen rein. Dann sind wir morgen früh bei dieser Nerzfarm. Ich hoffe, du kannst mit einer Gangschaltung besser umgehen als mit dem Messer. Ja, ja. Du Scheiße. Na toll, riecht so, als hätte er ein Benzinleck. Ich liebe Motorbrände. Tut mir leid, Sir, ab hier nur noch für Polizeifahrzeuge. Ich gehöre zum FBI, Kollege. Prüfen Sie es nach. Hä? Und was tun Sie hier? Geheime landwirtschaftliche Untergrundoperation. Was haben Sie gelassen? Dünger. In Ordnung.
fahren Sie durch. Ich hoffe, ihr kriegt euren Mann. Hey, wo kommt der denn her? Probleme mit dem Truck? Loser Schlauch, nichts Besonderes. Ich, hab deine Maschine schon rausgeholt. Steht da drüben. War nett, dich kennenzulernen. Muss wieder los, weißt du? Oh-oh. Der hatte ein Benzinleck. Und zum Reparieren hat er meine Benzinleitung genommen. Dafür bringe ich diesen Trucker um. Oh, nee. Das glaube ich nicht, aber ich mache jetzt erstmal hier die Musik etwas leiser. Toll. Was nü? Aber es sieht jedenfalls genauso aus wie auf dem Bild. Der Schuppen ist abgeschlossen. Ach. Ah, hier kommen wir rein, okay. Ach komm, geh ein bisschen schneller. Du wirst bald. Oh, sieht aber gemütlich aus hier. Sieht aus wie ein Nerzfell. Und, kann man das nehmen? Ich hab's nicht so mit Pelzen. Okay. Kann man die nehmen? Nein. Bett? Rustikal. Kann man es benutzen? Nein. Mo hat es so schön gemacht. Ah, naja. Kissen. Kann man das Kissen nehmen? Was ist das denn? Ein Brecheisen. Das darf nicht wahr sein. Mal da, Fenster. Das muss das Fenster sein, aus dem Maureen als kleines Mädchen rausgestarrt hat. Und davon geträumt hat, später mal Toaster zu reparieren. Keine Souvenirs. Ich habe genug Narben, die mich an diesen Trip erinnern. Ein Haufen Bikes. Okay, was haben wir hier? Hä? Das Vorhängeschloss sieht ziemlich stabil aus. Irgendwie sieht ja alles stabil aus, aber wir haben unsere stabile Brechstange. Ah, Schrott. Und ein Schlauch, den ich für mein Bike brauchen kann. Ach. Ich denke, Mo stört's nicht, wenn ich mir das mal leihe. Die passen. Hä? Mo? Geklaut. Ah, warum haut sie von mir ab? Sie denkt wohl, die ganze Welt ist gegen sie. Ich glaube, ich weiß, wie das... Jetzt reicht's. Er ist tot. Dieses Schild. Das bedeutet, ich bin im Kingfish-Territorium. Fish. Hm.
Ladung ist wertlos. Die haben uns ausgetrickst, Brüder. Zurück zur Höhle. Sieht ziemlich verlassen aus. Vielleicht hatte der Boss Unrecht und sie kommt doch nicht her. Sie kommt schon. Wir waren nur schneller als sie. Das heißt, wir können nur abwarten und Tee trinken. Achso, jetzt sind wir wieder da, okay. Ach du liebe Zeit. Das nimmt ja Form an. Sieht aus, als hätte Emmett hier Ladung verloren. Wo will er hin? Hä? Wo ist er? Bewegt sich nicht. Ach so. Okay. Was können wir damit machen? Der ist für Schraubenmuttern. Für Schraubenmuttern. Moment mal, die... Hallo? Ben? Hallo? Tatsächlich. Tja, das waren sie alle. Den hält jetzt nicht mehr viel hoch. Keine Radmuttern mehr da. Hä? Ach so, ja, klar. Der Truck hat sie eingeklemmt. Ach. Was ist, wenn wir den... einen Tritt geben? Vielleicht verabschiedet er sich ja dann. Was macht der denn da? Nein, der wird doch wohl nicht... Nein, unser... Motorrad. Oh, oh. Ja, aber was soll das? Was für eine Sauerei. Anhänger, ja, aber was haben wir davon? Hä? Das nenne ich Unfallgefahr. Okay. Was für eine stinkende Scheiße. Vielleicht nehme ich mir ein bisschen. Okay. Tja, Freunde, was sollen wir jetzt hier machen? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, ich werde jetzt Schluss machen. Und ja, mal schauen, vielleicht fällt mir hier noch irgendwas ein, was wir hier machen können, was ich noch nicht irgendwie gesehen habe. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil wieder, das ist gewiss. Also freut euch, bis dahin, NRW bei 18, adieu.